Schönen guten Abend an Schischen, ich willkommen auf diesem Public Forum am Thema Identity Made in Luxemburg. Mir ist es ein ganz großes Freude, heute zu sehen, für heute Abend über das Thema zu diskutieren, was mich privat an meinem Beruf treffen, aber auch ganz viel mit meinen Kollegen am Bistro beschäftigt. Und zwar froh über wie eine Identität kann heute zu Ritzburg ausreden oder auch vielleicht wie sie einem Oberdrängt geht. Je nachdem von welcher Perspektive in das guckt. Und schon direkt zugesucht, für heute Mathe zu diskutieren, wenn ich in Ritzburg als Studienobjekt und als Platz für die Identität zu schwätzen, die Menschen interessant fanden. Wenn ich ein Rand von der größten Gage setze, als von was das angeht. Also, ich meine, wir sind am Kader vom Nation Branding, zum Beispiel gerade viel drüber, mit anderen, an was Rand ich muss kommerziell selber definieren. So meist weit offen. Gleichzeitig sind wir ein Land, das ganz stolz die Wies hat, wir wollen bleiben, was wir sind. Und ich meine, voilà, da treffen schon zwei ganz unterschiedliche Perspektiven und Definierungen davon abnehmen. Das ist ein Land, das ich ganz gerne als Musterschüler von der europäischen Integration gesagt habe, vielleicht schon als eine Art postnationale Realität. Und gleichzeitig sind wir immer immens darauf fixiert, das drängt national hier wollen zu erkennen und zu sehen. Also, Stichwort Spruch, die man immer rumkönnt, seitdem ich krank bin, am Anfang immer an den Debatten rumkönnt. Bon, über das Referendum von 2015 gehen mit Schwätzen, obwohl man das Werte machen wahrscheinlich. An dem Sinn, ja, stellt sich nicht froh. Ja, wir als Ritzeboy, sie machen natürlich als Weltbürger auf die Welt kommen und dass sie mir da alle. Ja, da provinziell somewhere sind auch an ihrem Schaf, sind auch nicht, wenn sie gehen, am Gegensatz zu richtigen Weltbürgern als richtig große Metropolen. Oder als die Debatte stirieren, dann muss ich einfach vielleicht ein bisschen Nuance gucken, ein bisschen aus verschiedenen Perspektiven aus das angeben. Also kurz froh, die schaut steil, dass wer bin ich und wenn ja, wie viele als Ritzeburger zu Ritzeburg für große Philosophen zu zitieren. Und, wir antworten, ob das froh zu fanden. Sind ich immens froh, hier können auf der Bühne mit Marianne Donovan zu diskutieren. Madame Donovan hat angefangen an der Privatwirtschaft. Sie ist nun als Beamtin an den Umweltministerium, Entwicklungsministerium gewesen, wo da viele Plätze auf der Welt gesehen hat, auch viele Plätze, die mit ganz anderen Verhältnissen leben, wie heute zu Ritzeburg. Sie ist nun bei der Croix-Rouge gegangen, wo da ganz viel mit an defavorisierten Medien noch tätig waren, die den Harico mit Hörlöffen aufzubauen. Und auch ein bisschen mehr rezent die Schicht an die Welt gerufen, wo der Empfang die Integration durch professionelle Integration und durch Stabisch probiert zu fördern. Die Schicht, was zu den Jürgen gesehen haben, schaffen nur über 50 Flüchtlinge, die da beruflich aktiv sind. Das heißt, da kann ich wirklich schon lange sozialen Entrepreneurship bei schwätzen. Wir werden die Erfahrung heute ganz viel an dieser Diskussion brauchen, die da gesammelt wird im Laufe der Jahren. Dann haben wir damit den Pierre Gourang, Ex-Journalist vom Wort, von so in der Publizist, ewige kritische Geist. Und ja, auch ich von den vielleicht schärfsten und konstanten Observatoren von den gesellschaftlichen und politischen Entwicklungen zu Ritzburg. Auch ich von den wenigen fand ich zu Ritzburg statt fehlt, die so in wie die Sache sind und nicht wie sie. Wen sich wünscht, dass sie wären. Und dann, halt direkt auf meiner Seite, habe ich nach Nora Schleich, die sich promoviert Philosophin zu Mainz, eine Expertin von Immanuel Kant, den ein jüngerer Zwerdenker von der Kosmopolitanität, von der Weltbürgerlichkeit oder wie auch immer, also auch noch von Europa kann man so ein, die seit sich ganz regelmäßig mit gesellschaftlichen Themen einfach auseinander und auch mit Themen wie der Bezug zur Kunst und zur Kultur. Am Moment sind auch an der Philosophie Vermittlung tätig, sowie Koordinatrice bei der Wissensbildung. Und ja, heute vielleicht für den Bigger Picture zuständig, von das Konzeptuelle, was mit der Frau von ja, dem Konzept Weltbürger, Identität und vielleicht auch nationale Gebilde. Wir werden gucken, die Tensionen, die Termen vom selben ausstrahlen, ein bisschen zu explorieren, nach ein paar Präzisionen, die formell sind.
Identity oder Identität Made in Luxemburg, also ein Kooperation zwischen der Zeitschrift Forum und der UNESCO-Kommission zu Rützburg, die am Kader von den Rendezvous von der UNESCO organisiert wird, die das Jahr Motto Global Citizenship organisiert gehen. Für die Wünschen haben wir beim Kaffee wird das Forum nach Stand mit den rechten Ausgaben von Forum Magazin. Wann da würde ich so in Zürichen und wir fangen direkt als Diskussionsrunde an. Ich muss mich noch selber präsentieren. Ich bin Diego Velasquez, ich bin Korrespondent seit 10 Jahren für die Woche zu Brüssel. Wo ich auch da beruflich mit der EU viel mit dem Thema Citoyenneté européenne versus Nationalstaat zu tun habe. Und immer fasziniert, ob Rützburg zurückkommen und zurückbringen, für zu gucken, was hier passiert. Und du wolltest mit der ersten Runde fangen, die am Anfang ein ganz kurz, hoffentlich, also ich ging jetzt ungefähr 90 Sekunden, für ein Kehr, um das Spektrum von der Identität zu positionieren. Wie dir ich gesehen, ich meine, vier, ich fange bei mir an. Ich sehe mich als Bresserer für eine Umwelt studiert, wird an du am Anfang am meisten verweilen. Du fand ich das relativ automatisch, also natürlich. Ich sehe mich noch nicht als Beispiel, aber zurückzubauen, wer irgendwer interessiert mich, obwohl ich weit fort und fest wohne, das Verteil passiert nach immer, nur 10 Jahre. Das zieht mich magisch an. Hier sehe ich mich auch als Außenrenner, wegen meinem Namen, den ich nicht verstoppen kann. Ich gehe immer darauf zurück. Hingewiesen an mittlerweile sehe ich mich ganz viel als Pop, weil das am Anfang die Party von mir ist, die man mich in Zeit hat am Moment. Naja, ich hatte. Ist das wohl? Ja, den möchtest du? Ja, okay, pardon, klingt anders. Ich habe ein bisschen den Bauch, weil ich wusste immer so, dass die Frage, was echt kommen, weil ich schon 200 verschiedene Konzepte von die meine Identitätskinder beschreiben, aber alle waren sie nicht umfassend genug. Du willst so nicht mich für ihr Wort entschieden, dass wir sind. Ich sehe nicht wir sind. Oh, la, 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 la. Kannst du das toppen? Nee, das kann ich höchstens toppen, dadurch, dass ich so, und ich bin ein dummelänger Jung. Ich habe 40 Jahre von meinem Leben zu Dummelding gewohnt, sind also an einem Quartier von der Stadt Lützburg sozialisiert gehen, ging das dann auch als echt nennen, wann ich mich selber definiere. Darüber raus weil ich Dummeldinger sehe, ist selbstverständlich auch Städte, aber mehr wie Dummeldinger mittlerweile wohnen nicht mit zu Dummeldinger in Berlin, also sind ich auch Berliner, sind ein Allen-Elef vom Lycée Michel Rodin, was man nicht immer gut bekommen hat. Ich bin ein Allen-Scout, auf alle Fall, also fest in dem von meiner Identität. Ich bin ein Christ, und ich bin ein Christdemokrat, und da das schon ziemlich vieles beschrieben. Ich habe nicht gesagt, ich bin ein Lützebäuer. Das kann ich dann vielleicht mich spät noch ergründen, für wer das dort mal Männer liegt, die was Lützen kennt. Ich meine, ich habe von 7-8 Jahren gesagt, ich wäre Lützebäuer, aber schon die Identität, die letzten 7-8 Jahre durch Stern von denen gesehen, die von hier keine Identität haben oder probieren, hier eng zu kriegen. Und dafür wackelt meine eigene Identität, auch weil ich am Anfang einen großen Teil von den Valoren von viele von meinen Freunden und Kollegen nämlich so richtig kann teilen und ja, viele sich vorstellen, wie wir hier leben, was wir für wichtig halten, weil die Identität ja, für viele Leute es ist ganz kompliziert, dass es am Anfang nicht viel von einem kann behaupten, dass es am Moment nicht hat. Genau darüber will ich mit dir schwätzen, für die Diskussion anzufangen mit dem Donovan, weil wir an der ersten Runde vielleicht nicht zum Vierschein kommen, als wir von den Ruhe an strikte Kategorien denken. Kein die so, heute sitzen vier Gewinner von der Globalisierung. Wir sind auch mehrsprachig, wir haben etwas superior gemacht. Wir könnten, wenn wir wollten, immer mehr auf Paris wohnen arbeiten, oder auf Berlin, oder auf Stockholm, egal. Wir sind an EU-Bürger. Für uns ist es vielleicht immens einfach, sich Weltbürger zu spielen. Mit dem, was am Donovan an ihrer beruflichen Erfahrung, wie das gerade ein bisschen angeschwärmt wird, trifft auf Leute, die Möglichkeit einfach nicht haben, auch zurückzubringen nicht. Die für die ganz grobe Grenzen gehen, sie wird, also können ja so in was die Grenzen sind, die wir vielleicht nicht mehr sehen, was die Grenzen für Realität sind, heute zurückzubringen für immens viele Leute. Also
kommen alle Jahr so ungefähr 13.000 Leute zu Lützeburg und da gibt es ganz viele verschiedene Figuren, die mit einem Arbeitskontrakt, mit einem Titel de Séjour an der Tasche kommen. Für die haben natürlich eine Identität und die können hier arbeiten und erleben, so wie wir auch. Da kommen aber eine ganze Reihe Leute über illegal wie und dann hängt das von vielem auf. Da sind dann die, die den Statut vom Flüchtling zuerkannt kriegen, die, das sind dann die Gewinner auch, an dem Sinn, dass sie dann eine Identität haben, dass sie dann ein Flüchtling sind, die Rechte hat, dieselbe Rechte wie ein Resident. Und das ist aber ungefähr nur ein Drittel von denen, die Asyl aufrufen. Und all, für all die anderen wird es mir kompliziert. Da gehen dann die, die aus Ländern kommen, wo sie nicht können heimgeschickt gehen. Und da können sie eventuell pro Jahr lang vegetieren, bis sie dann wieder hier Sachen an den Grab holen und aber noch zwischen Angst probieren gehen. Oder aber über die, mit verschiedenen, mit der Hilfe von verschiedenen Assoziationen oder einem Patron, wie man dann aber einen Titel de Séjour ergattern über die Arbeit. Und da gehen da ganz, ganz viel, die ganz, ganz lang an. An einer Grauzone leben, die die Anfang schwarz schaffen, oft mit Kanner an der Schule, oft mit speziellen Steuern und alles. Wir haben einfach keinen Papieren und der geht nicht mehr, wie die Leute das mengen. Voilà, und das ist ganz, ganz grausam. Anfang, sie dauernd müssen sie verstoppen, immer müssen sie fährten, da sehen, ob der Arbeit dabei erwischt wird, illegal zu schaffen. Und, voilà, und der Leute beginnt sich immens viel. Der konnte sich eine Reihe regularisieren, wenn er dann natürlich einer Person ermöglicht, Papieren zu kriegen, wie mal ein Titel de Séjour am Grab zu haben, ihn zu sehen. Das ist natürlich voilà, ein ganz schöner Moment und die Person ist dann noch ewig dafür dankbar. Ja. Die Schwarzei mit den Papieren, das ist ja wahrscheinlich eine von den Herzenerscheinungen von den Mauern und von den Grenzen. Aber an ihrem Alltag, am Schicht wahrscheinlich, schaffen nicht nur Leute an der Küche, die aus Gebieten in Cash sind, sondern vielleicht auch Leute, die mit ganz anderen Diplomen sich auf Dresden gemäht haben und da ein bisschen Tät von den Grenzen spüren, die nicht kann. Ja, also die hat wahrscheinlich viel bessere Beispiele wie die ich mir auch denken. Von Leuten, die in Heim müssen, bei ihrer Berufung abgehen, für können zu subsistieren. Ja, also das ganz komische Misch, weil ich schon für alle Ehe so eine Erfahrung gemacht habe, wie ich als Student zu Paris an einem Kaffee geschafft habe, wo Tamilen Planche gemacht haben, die aus dem Sri Lanka fortgelaufen waren. Und die waren Professor, Doktor, hatten eine ganze Studie gemacht, hatten sich die Misse, die Welse, zu Elite gehört und da wegmachen. Und du hast lieber verdient mit Teller spulen. Und das selbe gesehen ist eben hier bei mir am Restaurant, dass mir auch Leute tun, die hochrangige Armee-Offizier und Leute, die eine Ingenieursausbildung haben, Medizinstudenten, voilà, die in einem Restaurant arbeiten, die Tomaten schneiden und an servieren. Also, voilà, wenn ihr kein Papieren hat, hat ihr kein Schwach mehr. Ja? Dann hält ihr die Arbeit, die ihr noch geboten kriegt. Madame Schleich, dafür, ihr, ob ich zu kommen, mit der Freiheit, mit philosophischer Analyse von dem Etat de Fait, dass inwiefern Wege erklärt ist, dass ihr kann so Realitäten haben, an der Weile ein Diskurs von der, ein allgemeiner Diskurs, der das empfängt, war niejert an nicht viel gesehen. Also zuletzt war ich aus der Paradox, dass man also als Multikulti weltoffen stets feiern und noch so eine Bau zu präsentieren und dann für das Referendum kurz zu erwähnen, weiß man, dass man aber ganz viel Angst für drin hat, für uns abzumachen. Und wenn ich gucke, was Weltbürgertum heißt, das hat ein Diogenes, das war immer der Tonne schon gesagt. Dass das eine Kritik darunter, dass er sich muss zu dem zugehörig spüren, wo er geboren ist, zu dem Staat. Weil all Gruppe, die wir kreieren, schafft eigentlich im Moment, wo wir auch in mir kreieren und in die anderen. Und wir lernen dann, dass die Gruppe, wo wir uns da sesshaft spüren, wo wir dann ja, an einem Land sogar zusammen territorial sesshaft gehen, dass das Grenzen muss haben, weil sonst kommen die anderen ja vielleicht zu nur und holen uns das Gruppenzugehörigkeitsgefühl.
Also, was machen wir? Wir fangen uns zu verteidigen, vielleicht auch hierarchisch zu denken. Und ich meine, dass, wie der Kant sieht, das Weltbürgertum, was eigentlich ein bisschen oder mehr oder weniger utopisch modernen beschreibt, wo sieht man in seiner Freiheit leben, wo sieht man den mit dem anderen eben Platz teilen muss, weil wir haben halt durch den Körper einen Platz auf der Welt. Da müssen wir uns einfach mal den Eins gehen und uns regeln gehen. Das Beste wäre natürlich einmal gut in Harmonie geben mit dem Leben und ein ganz moralisches Leben feiern. Und das geht einfach nicht. Wir müssen uns also in Kader setzen, aus uns selber raus, für uns an einem großen, ganzen Harmonischen zu bewegen. So. Nur auch nicht gefiel, dass zu Lützeburg die Idee vom Global Citizenship, von der Openheit, von dem Modernen, von der Weltgewandtheit propagiert wird. Auch nicht die Leute, die Lützeburger, die an ihrer Gruppe ziemlich klein waren, zu berücksichtigen an ihren Angst, an ihre Vorstellung, die sie hatten. Sie sind gewinnt gewischt, wollen zu bleiben, was sie sind, weil sie überrannt kaufen, weil sie sich endlich im Fond tun. Und da wird aber gesagt, nein, wir sind Multikulti, wir sind am besten auch noch Trans- und Interkulti. Und die großen Begriffe, die sind immens schwierig, dann nur zu vollziehen, weil man aber eigentlich Angst hat, dass andere, die bei uns kommen, als ob sie keine Wäsche wollen. Dass andere, dass wir etwas von dem, was wir als unsere große Besitz gesehen, müssen teilen. Wo kommen die Angst her? Weil wir haben genug für zu teilen, wir haben genug für abzumachen. Das sind Urängste, die Menschen nicht verhindern, dass der Multikulti auch geliebt kann gehen und nicht just gefeiert kann gehen unter einem mehr Mann als scheinheiligen Stern. Und ich meine, dass die Diskrepanz da immens wichtig wäre, für die Leute, die Lützebäuer Leute, von ihnen dazu so in Tieren abzumachen, für sich mit dem Konzept von der Nation, die man so wichtig ist und die man Sicherheit gibt, also nebenzusetzen und zu verstehen, dass nicht Nation, die der Sicherheit gibt, mit das größte Ganze im Kollektiv, weil keiner hat mehr Recht an zwölf zu sie wie den anderen, weil wir gehen durch die Lotterie alle irgendwo hingeboren, wo man nicht etwas dafür können und nicht verdient tun. Mhm. Für da zurückzukommen, mit Angst, dass ihnen als etwas wäscht, du willst dann den Ball bei der Pierre-Orange spielen, mit der Bemerkung und mit der Frau. Also nicht zum Ritzelbösch die Verkaufe weit Offenheit oder die Präsentation weit Offenheit am Anfang raison d'état, also eine Frau von reiner ökonomischer Survie, weil wird für Ritzelbösch ohne ausländisches Kapital, wird für Ritzelbösch ohne europäische Marché, wird für Ritzelbösch ohne höchst qualifizierte Leute, die aus dem Ausland kommen, weil die Ritzelbösch qualifizierte Leute schaffen auch beim Staat, auch schaffen Reichtum. Also die weit Offenheit als das, was man ökonomisch braucht, für zu variieren, mir nach Angst komplett dazu zu stehen. Was wäre Lützeburg ohne das alles, was da nur abgezählt wird, wäre vielleicht San Marino mit der zehnfachen Grieß. Das heißt, etwas Staatsgebilde, was sich gegen souveräne Staat nennen, und was aber an seiner Existenz nicht über den Folklore rauskommt. Wie das wir aber ein integriertes Land sind, Member von der Europäischen Union, ein offener Wirtschaftsstandort und alles das, was da gesucht wird. Und übrigens, 20. Jahrhunderten eigentlich eine Kreuzung sind, wo allmählich Völkerschaften durchgewandert sind, sesshaft gesehen, sich vermischt haben. Alles das am Herz von Europa, wie man das dann noch immer gerne betonen. Du hier könnt das Gefühl, dass wir als Lützeburg etwas anderes sind wie just Folklore, aber vielleicht dann ein Modellbeispiel wie in zukünftig Europa, was dann mehr integriert, das kennt ausgesehen. Ich will aber noch just kurz zurückkommen, ob das, was Nora gerade gesagt hat, den Diskurs Lützeburg als Multikulti, was ja etwas ist, was für rund 20 Jahre, 20, 25 Jahre, aus der B-Moll abkommt, der Begriff von Multikulturalismus. Und Daniel Cohn-Bendit war von den ersten, die den Begriff geprägt haben, noch ein Buch geschrieben, nur wie ein Dezernent für Ausländer zu Frankfurt war. Du hast den Begriff eigentlich recht entstanden, Multikulti. Und wir haben das eigentlich überholt, so als raison d'état für uns selber zu definieren, ohne zu haben frohen, was dann darin zu verstehen ist, Multikulturalität. Wir brauchen nicht mehr ein paar Kilometer südlich zu gehen, an Patrie des Droits de l'Homme, nämlich an Frankreich,
Da ist Multikulti quasi ein Schimpfwort. Ja? Da wird Multikulturalität wirklich nicht als ein Ideal konsideriert. Ja? Aber da ist die Einheit von der Republik ein bestimmtes Bild von nationaler Einheit. Die Franzosen haben da eine ganz andere Tradition für die Nation zu definieren. Wir in dem Land haben eigentlich überhaupt keine Begrifflichkeit von dem, was eine Nation ist oder eine Nation kennt sind, was Multikulti ist, was Plurikulti, was Interkulti ist, überhaupt nicht. Die Begriffe sind bemol do, das propagiert gehen von der Klassepolitik und der Klasseökonomik. Und wir haben uns alle gut als das zu vielen, aber vielleicht gehen wir da nicht eins. Hanna Frohn, der Begriff, weil doch für sie mit Erfahrungen dann zusammenhängt, die nicht unbedingt immer positiv sind. Stimmen da ganz zu. Also, alle Kantgeber so, und muss vom Bannisch zu vom Mensch rauskommen, sich zu so einem Wert, den sie sich gut zu bekennen. Und eine Kritik kann ja sein, dass die Begriffe von Überruf propagiert gehen, und wir keine Chance für uns wirklich hinzusetzen, also nur an Politik, möchte auch eine Politik, die nicht Multikulti ist, die ist aber noch immer fokussiert auf das Wohl vom Land oder auf verschiedene Ideen, die sie mit Decisionen noch immer exklusiv weiter beibehalten. Das heißt, läuft Politik zur Regierung da wirklich das Open Modern nehmen oder geht es aber eigentlich das, was banisch die Grenze muss geschehen und wo nicht Schiedverein ein ist, wenn man keinen blöd paar Bäuerin hat. Wie sonst dann die Regierung, wenn man auf die Mode nähen will gehen? Oder geht es wirklich schon darum, den Besitz und die Akkumulation vom Wohlstand, wo viele Leute gehen, so wie Wohlstand, ne? Wir sind nicht Schiedverein wohlständig. Und da fand ich fehlt ganz viel Orientierung, die eben könnten helfen, sich an dem Begriffsdschungel zurechtzufinden. Das, was ihr gerade ausschwärzt, den Diskurs, den Reitmatt hält auf den Weg von Multikulti, freut man am Donnerstag, wir hatten am Vorgespräch, und ich finde das immens interessant, von dem haben wir geschwärzt, ich war zum Beispiel als Immigrationsminister, den Jean Asseborn, den im wirklich nicht kann vorwerfen, wo ein retrograden, protektionistischen zu einem Diskurs zu haben, mehr ein, wo ein ganz proaktiv probiert den Leuten zu erklären, dass Immigration kein Problem ist, das ist ein Reichtum, das ist wichtig, wir brauchen das, die Leute brauchen das auch, wir müssen ein größtes Herz holen. Aber gleichzeitig aber die Policies, die dahinter stehen, sogar dem Diskurs bei einem Politiker, den ich eigentlich nicht schlecht würde, kann erstellen, an der Frau nicht noch kommen. Wie sieht ihr die Kontradiktion? Oder könnt ihr es erklären, wenn es schifft? Ja, also ich bin schon ganz froh mit diesem Minister und ich hoffe, dass er noch lang bleibt. Weil dem nur, wenn du nur kennst, geht es vielleicht ganz anders. Aber das ist effektiv vor, dass hier eine ganz wichtige Rolle spielt, auch an Europa für die Migration hochzuhalten, für Anfang, die europäischen Werte auch für die Solidarität an der Köln aufrechtzuerhalten, und auch zu Lützburg, für das kein mehr stark gerät Ideen abkommen. Und ich meine, heute auch noch immer ganz, ganz große Zustimmung an der Bevölkerung und möchte das doch ganz gut. Mehr effektiv als die Administration, die haben draufsteht, ganz oft ganz anderer Meinung an appliziert Gesetze, oft ohne Menschlichkeit, wohin dann aber dann noch heinz danach kann aussprangen für verschiedene Sachen riecht zu bauen, wenn es ganz schlimm geht, wo Gott sei Dank verschiedene Assoziationen hier dann darauf aufmerksam machen. Aber insgesamt ist effektiv eine große Diskrepanz zwischen dem Diskurs und dem, was da noch mit den Leuten geschieht, die hier kommen. So gut Leute, wo der Minister sich dann dafür ersetzt, so auf Lützburg zu bringen, von der Schöpferer oder von Malta oder wo auch immer, um sich gestritten hat, den 12 Leute dann an einem kurzen System abzudehlen, den nicht funktioniert. So gut die Leute gehen oft da nur aufgewiesen, das heißt, wie weit sie überhaupt plötzlich bringen, wenn man sie da nur um ihn schicken. Also das ist schon eine große Diskrepanz von dem Gesetz, was da draußen gezählt wird oder was der Minister draußen zählt, mit dem schon mal ganz einverstanden sind. Aber ich gebe mir mehr Wünsche, dass es noch mehr Menschlichkeit wäre. Mhm. Du freundest mich immer, wie erklärt ihr euch die Diskrepanz, die nicht unbedingt auf der Ebene, auf politischen Wünschen von der hat, mir geht es einfach
gut keinen Bezug. Wenn Reihe zu Lützburg ist es am Anfang relativ einfach, weil es gibt ja keine Reihe, die wir gehen, sie sind nicht Reihe, die an der Situation sind. Und ich meine, dass das einfach die Reihe ohne politische Lobby sind, denen am Anfang überrascht fehlt, an die dadurch, dass sie nicht können, die politische Lobby einfach mobilisieren. Einfach nicht um die Rechte Werte kommen, oder? Das ist für mich relativ klar, dass immer Angst für den Appell der. Ja. Sie wollen, dass die letzten Jahre alle gut und man nicht vernetzt. Wenn du in Algerien zu Lützburg Papiere kriegst, dann hätten sie da kämen da 1000 noch. Das immer... mit der Migration, pardon. Ja. Also die Administration, von der ich wieder gesprochen habe. Also das so, dass es noch draußen von den Leuten, die betroffen sind, immer muss eine Message noch den Leuten, die hier kommen, rausgehen, die sehen, kommt nicht mehr nur der Lützburg, weil hier ist unmöglich, Papiere zu kriegen. An dem Message geht aufrechterhalten, und das ist ein ganz wichtiges Message für die Zivitären, dass wenn wir ein Land sind, das eine Reputation hat, für reich zu sein oder wo er gut läuft, für das man es heißt, dass das nicht zugänglich ist für die Migranten. Das ist am Anfang verrückt, dass hier engerseits, und dann komme ich mich zurück, ich hoffe, dass ich dann engerseits so mal, man macht Reklam für das Land, an dem wir so, und wir sind reich und open und alles geht gut. Und für eine andere Kategorie von Leuten, wenn man das auf keinen Fall so, nee, komm nicht dahin, wir sind nicht reich, wir sind nicht open. Und ja, das ist auch schon so an der Projektierung von der Ritzbeidentität, das ist schon immens Unterschied, da gehen wir dann vielleicht die Worte ab so. Ich fand das ganz gut und die Idee und dass die Urangst, wenn wir aufmachen, da kommen so viele Leute bei uns und dann haben wir das nicht mehr so gut genug. Mit Museum reflektieren, auf einem ganz abstrakten Wohlstand, wir hier leben, dass wir alle gute genug hätten, für Mathe zu gehen. Und dass auch, wenn wir 50% von unserem Wohlstand geben, aufgeben, wir noch immer die gut geben leben. Und irgendwann wird der Kipppunkt kommen, weil irgendwann können wir, wenn es der planetarische Klimakatastrophe zum Beispiel, nicht mehr alle Guten ob das Recht beharren, aber Mengen zu haben. Wir müssen irgendwann aufhängen mit denen. Und das ist auch als Pflicht, als Mensch auf einer Welt für Mord zu gehen. Es wird also nicht fehlen, wenn der Kollektiv mich groß geht. Und ich meine, dass das einfach so schwer, es scheint so schwer zu sein, dummer zu spielen und dummer sich an der Welt zu bewegen, sich dummer zu identifizieren, dass es einfach überall hockt. Und wir gehen aber gelehrt von Klängen ab, das ist dein Patsy, den muss Kinder holen. Wir gehen gelehrt am Kapitalismus, dass dein Besitz mega wichtig ist, dass dein Reichtum wichtig ist. Wie soll denn an der Kopf von den Leuten wirklich ohne große Anstrengung möglich sein, für zu wissen, okay, Gemeinwohl ist eigentlich viel mehr gesund für das System. Aber wir gehen nicht gerade mit dem Wirtschaftsmodell, mit dem politischen Modell, wo wir leben, gehen wir eigentlich nicht ganz ehrlich. Ja, ich fand es interessant, weil wir am Moment viel geschwärzt haben von mir, deren, wir machen also, wir sind die am Anfang etwas zu gehen und zu deren. Mit Pierre, wenn ich den Zyniker mir ging so und du willst hier schon zu hören, ja, am Anfang also nicht um uns zu deren, aber um den anderen etwas zurückzuhören, was mir hier geholt hat, wenn ich ganz streng mit dem Ritzburg ging. So, ja, wir sind ein Steuerparadies, den am Anfang der ganze Wohlstand in den Hut. Am Punkt von der Erosion von der Basisfiskalen rundherum sich profitiert an den Reichtum, den er definiert, am Punkt nicht so legitim ist. Wir sind eh von 180 oder 190 souveränen Staaten, die territorial Grenzen haben, innerhalb von denen ein Gemeinwesen organisiert das. Was aufbaut auf Gesetze, auf Reglemente und das am Prinzip soll bei weitem nicht die Integralität von den Staaten auf dieser Welt aus der so erbringen, das fertig, aber wo am Prinzip soll Gemeinwohl von der nationalen Kommunität assuriert gehen. Lohmenglich können Sie so, dass Lützeburg aus der Perspektive do nicht a failed state ist. Ja? Wenn wir den Succes von einem Land festmachen und materiellem Wohlstand, da sind wir echt eine Success-Story. Für mich ist Krux an dem Ganzen,
dass der Begriff vom Gemeinwohl an der Welt, an der wir leben oder an der Evolution, wo die Menschheit sich befindet am Jahr 2023, und sie befindet sich an der Evolution, wenn der Welt sind, oder mit vom 19. Jahrhundert, wie die modernen Nationalstaaten in Sterne sind, sich organisiert wird, organisiert tun, und das war damals, und damit vom 19. Jahrhundert eigentlich ein ganz fortschrittlich, ein ganz revolutionäre Idee, die Gründung von den Nationalstaaten. Wir sind an der Situation, wo wir so viele Nationalstaaten mit nationalen Grenzen, mit national organisierten Gemeinwohlen auf der Welt tun. An der Realität stößt sich und erstens philosophisch gesehen im Begriff vom Gemeinwohl am veritablen Sinn vom Wort, das heißt am weltumspannenden Sinn vom Wort, wirklich Gemeinwohl, auch aus der Perspektive von der, ich den Papst zitiere, Fratelli tutti, Fratelli sorelli tutti, Papst sieht aus einer letzten Enzyklika, wirklich Gemeinwohl kann nicht mehr universal sein, kann nicht mehr planetarisch sein, kann nicht mehr all einzelne Mensch betreffen, unabhängig davon, wo er wohnt, wo er lebt, wie er Nationalitäten hat. So funktioniert die Welt überhaupt. Leider Gottes noch nicht. Als jeder Verein, all die 180 Staaten, sind an einem gewissen Sinn, an einer Kompetition gegeneinander. So eine Kompetition kann positiv sein, weil sie stimuliert. Wie am Sport zum Beispiel. So eine Kompetition kann natürlich auch negativ Seiten haben, nämlich a partir du Moment, wo die, die mich stark sind, die mich moyen haben, militärischer Natur, wirtschaftlicher Natur, können auf Kosten von den anderen an der Kompetition hier Überlegenheit ausspielen, an innerem Strich, dann an einer Analyse, bis dann aus von mir weit immer weg, auf Kosten von den anderen gut können leben. Ja, ich verstehe ja, wo ihr das Argument könnt, an der Beschreibung von mir, da hat der Fee geht dem auch wahrscheinlich gerecht, aber ich froh, dass du echt da, als das nicht zugehen oder dass die Tabuisierung, wo wir also Reichtum könnt, nicht ein Hindernis, einfach alles ein bisschen mehr zu öffnen, sie wird europäisch oder wenn man ganz ehrlich sind, wenn man in Ritzeburg ganz streng guckt, also einfach so, wie gesagt, dass die ganze Wirtschaft, also all die Leute, die wir können, sind am Sektor Publik, der ganze Reichtum könnt vom finanziellen Zentrum, den hauptsächlich durch die Regulierung auf europäischem Niveau stattfindet. Und wenn wir mehr offen dagegen umgehen, auch mit unserer Identität, mit diesem Bezug zum Rest von Europa, von der Welt, vielleicht ein bisschen mehr einfach gehen. Tun. Froh und vielleicht die drei Panelisten. Madame Donovan, die wird schon eigentlich mit drin. Nee, ich fuhr zum Beispiel die Ausstellung, wo über die Lützeburger Kolonialgeschichte am Anfang erstaunt, dass das nicht mehr Tumult gemacht wird, dass nicht mehr Leute sich da zu Wort gemeldet haben, weil das zum Beispiel eh von denen wollen, wo ein Mist eigentlich viel mehr offen drüber schwätzen, nicht nur in Lützburg, sondern auch in anderen Ländern, wie wir mit Schuld sind und Misere von ganz vielen Ländern, ganz vielen Leuten. Dafür, das fand ich das mal eine Diskussion, die auch an der Schule und generell mehr ist gefordert gehen. Und ob da jetzt auch immer zu denken gekommen sind, ob Menge viele Reisen, ob ich am Kongo, an der Kivu und das, wo leicht ist, also wo die Leute an so einem Miser leben, aber wo so Reichtum ist, gleichzeitig den exploitiert wird von ausländischen Firmen. Also das sind alles Themen, in denen wir jetzt wirklich auch müssten ein Teil, ja, also als eine Schuld richtig bewusst sind, fand ich. Und voilà, und das sind generell Sachen, die auch an der Schule nicht genug behandelt gehen, eben justement die verschiedenen Ethnien, die wir haben ganz wenig von sich auch wissen, dass man vermitteln, also kann man über die ganze Weltgeschichte und auch die Werte, die wir vermitteln. Ich habe mal für Deutschland davon geschwärzt, dass eben der Reichtum, das, wo wir sollen streben, ne? Das fand ich auch ein ganz falsch. Also, das möchte mir nur immer mehr zu denken, wie man es kann erzählen und was man immer auf den Weg gehen. Wo war das der Success? Ob man da nur ein dickes Auto holen oder ob man viele Leute geholfen haben. Also, das ist selbst, das ist eine Menge kann auch viel diskutieren. Ja. Ne? Ja.
Und die andere Sache, dafür dann auch aufzubrechen, ja, wenn dann ein Appartement in der Stadt an der Hand auf Millionen kostet, ja, dann muss ich halt auch noch recht umgucken, wie wir wohnen zu können. Also das ist auch ein ganz Ruf von ja, systemischen Problemen, die das macht sich halt, die wollen reagieren. Ja, ganz kurz, ich wollte noch etwas rausholen, aber da fand ich auch interessant, weil das hier nur gerade Chance eigentlich, weil du hast so viel am Umschwung und so eine Orientierung in der Gesellschaft wie noch schon lange nicht mehr, dass man die ganzen Wertesysteme, die man haben, eigentlich könnte reflektieren, weil Werte, weil das war der Wert, das wird weil doch gerne viel benutzt, geht dann der Frohmeister, weil das eigentlich unser Wert, wie leben wir ihr Wert, weil man nicht wüsste, was das, Werte setzt sich eigentlich zusammen aus dem, was ich gerade brauche, wenn ich etwas nicht tun, also es hat viel Wert, dass ich da aber kann irgendwie mal als Sicherheit gehen, wie ich mich verstehe an meiner Lebenswelt oder wo ich gehört habe, dass es hier geht. Dass ich gerade lo könnte man uns freuen, als Reichtum wirklich den Wert, den das Land will, verkehrbaren oder schätzen wir uns dumm und nein, an den Knie. Wieso will man nicht so gehen, wo der Reichtum von unserem Land hier kommt? Weil wir wissen, dass das falsch war. Wir haben es gebraucht, wir haben kolonialisiert, pardon. Wir haben Steuerpraktiken verdrängt. Das ist einfach ein Fakt. Und du willst, da sind wir in einem anderen Auto, wo wir sind. Und der Mensch kann eben nicht so super gut in auf dem anderen ganz gerecht oder ganz ethisch kantianisch leben. Das ist nicht in unserer Natur. Wir haben irgendwo immer den Drang, für Recht zu kriegen, für mehr zu holen, für sich eben seinen Besitz zu sichern. Aber es ist einfach nicht, dass wir nicht irgendwo aber auch spüren, dass wir irgendwie als müssen aber eine Karte gehen, irgendwelche Regeln muss gehen, dass wir können zusammen leben. Wir probieren ja Gesetze zu schaffen, die gerecht sind. Wir probieren ja den Nächsten zu lieben und so weiter. Mir klappt einfach nicht immer so gut. Und aber, als das zum Beispiel die Idee von dem Weltbürgertum, von dem, dass jeder darin, dass nämlich recht wird, ihn zu sehen, so wie ich, das ist ein unrealisierbar utopische Idee, ja, mit das aber eine regulative Idee, in dem wir als nur die wir, die darüber nachdenken können, als Handeln aber ausrichten können. Und da geht man aber immer um Hoffnung, besonders an einer so chaotischen Zeit wie nur, wo die Bedrohungen von längst vor jetzt kommen, können wir uns freuen, was könnte uns als Menschheit halen. Und Merleau-Ponty sagt ganz schön, wir sind immer absolut individuell und aber auch absolut am Kollektiv. Aber das, und auch von den anderen mal fremd aus, und ich mir selber oft am nächsten sind, spüren ich aber, dass uns ein Band verbindet. Und das ist der Band von der Menschheit, weil wir gehören alle zu dem Club von der Menschheit. Das war nur paraphrasiert. Mhm. Und das fand ich, ey, das ist wirklich möglich, für sich nur auszurichten. Wir müssen just von dem heiligen Pferd rauf und nicht Angst tun, für so ein Wasch zu gehen, für ihn. Wie für den Drang nur engem und nur wir sind eine gemeinsame Menschheit. Und Madame Donovan hat am Anfang schon angesprochen, und rufen halt, wo ich den Pierrot darüber froh bin, dass das natürlich ein Ideal, der bei vielen Leuten mitschwingt. Wir haben nicht geguckt, wir haben diskriminatorische Gesetze, wir haben Policies, die ich gehe dann ganz zugespitzt zu, dafür da sind, wie verschiedene Leute fernzuhören. Also natürlich an der Migration bei den Bayern, das ist ganz klar. Wir haben alltag gesehen, mehr zum Beispiel, also Menge Erfahrungen also am Schulsystem, wo ich ganz kraft kann so, wir haben die Dominanz vom Deutschen am Schulsystem, als hauptsächlich dafür da, für Deutschländer aus dem Klassik an par extension aus der Funktion Publik zu haben, wenn ich ganz, ganz zuspitzen. Und da freue ich mich, das aber bei immens wenigen Leuten nach oben kommen. Also ich habe gesehen, dafür nach kein Verständnis von diesem, weil den Haut ist gegen so einen strukturellen Rassismus, Pierre-Rang. Wo vielleicht eine ganz große Chance verpasst, an den letzten Jahren, wo das Land sich ja dann eine neue Verfassung gehen wird, die dann nur, wenn ich trotz der Kraft, den 1. Juli. Ja, ich meine, ne? Da hat man nur das Slash, ha? Ja, das ist richtig. Ja. Also das Land kriegt eine neue Verfassung, so en passant. Wir hatten den der dich dann an der Briefbar, dann lokal jedverein sich dann do ein bisschen raschaffen an einzelner fand ich auch höchst unterhaltsam, sind sich da bemüßigt, die sprachlichen Fehler an Ungereimtheiten, die sie dann da rumfanden, darauf aufmerksam zu machen und so. Mit das, was eigentlich fehlt, beziehungsweise das, was nicht stattfindet, weil los immer at the end of pipe,
um Ende vom Prozess, von einem Prozess, den 24 Jahre angefangen hat. Nämlich an der letzten Chambersitzung, ich weiß nicht ganz genau, weil ich war als Journalist vom Lützebäuer Wort, wäre ich dabei, für darüber zu schreiben. An der letzten Chambersitzung von der Legislaturperiode 94-99 als der damalige Staatsminister, Herr Juncker, für den Chamber gegangen. Er hat seinen großen Wunsch ausgedrückt, für das Chamber soll sämtliche Artikel von der Verfassung für revisabel erklären, dem uns zwar die Prozedere so, dass das für revisabel erklärt geht, okay, weil, Dixit, Herr Juncker, wir brauchen eine moderne Verfassung für den 20. Jahrhundert. Das war ein Jahr für im Jahr 2000, wir waren alle im Millennium, Fever da, wo wir durch die Welt müssen neu erfunden gehen. Okay, du hast den Prozess da los, aber sicher an den Gang kommen, anders immer irgendwo am Sand verlaufen, also immer mehr schwer, du hast ihn abgeholt, ein paar Jahre spät, also nein, Urlaub geholt, du hast gesagt, und Herr Juncker hat dann auch damals 99 gesagt, die Verfassung misst, bien évidemment, an einem Referendum gut geheischt gehen. An den ganzen Prozess wir natürlich eine Gelegenheit für über uns selber als Nation, als Land, als Gemeinwesen nachzudenken. Als das an den letzten 20 Jahren jemals geschieht, wie es können gemacht gehen, wohl ein Internetseit gemacht, wo die Leute konnten ihre Allianzen, ihre Ideen regeln und so weiter. Mit Gelegenheit go verpasst, wie wir das nachzudenken, wird den Grand Duché de Luxembourg, wie das offiziell heißt, dann ausmischt an der heutigen Zeit, wo ihn hier könnt, was seine Identität ist, was sein Wirken und Werden ist, wo er vielleicht deviiert hat aus einer humanistischen Perspektive, an dem er noch Kasten von den anderen gelieft hat, ob es wirklich so ist, dass der materielle Wohlstand das größte Glück auf Erden, auf Lützebäuer Erden, durchstellt all die Sachen, was als Wallere sind, was der Common Ground ist, den als Lützebäuer und als all die, die hier auf dem Territorium leben, erschaffen, zusammenhält. Alles das ist nicht geschehen. Mhm. Und das ist eine verpasste Gelegenheit, die dramatisch ist. Mhm. An dem Kontext reit Madame Donwen, an du adressieren nicht mehr schon der Entrepreneurs an ihr, in der Freiheit der Privatwirtschaft. So nicht mehr, also nicht am Anfang auch rein wirtschaftlich gesehen, blöd zu suchen, zum Beispiel, ja, dass man eine ganze Partie von der Population von der höchsten Edukationsstufe ausschließen, weil sie nicht so gut sind am Deutschen. Oder dass man Zahndoktoren, Krankenschwestern und Ingenieuren an einem Zeitalter von Kräftemangel, von Fachkräftemangel aus paar Bayersgründen an einer Küche schaffen, die aus der nicht etwas, was man rein wirtschaftlich, als sogar als purem Egoismus, andere hätten zu verwandeln. Ja, also das ist klar, dass die Migranten ganz viele Kompetenzen mitbringen, also auf ganz viele Bereiche, auch am Bau und an der Landwirtschaft, hat auch leider aus ganz vielen verschiedenen Backgrounden, aber du musst einmal für dich die Kompetenzen erkannt gehen. Und das geht leider nicht gemacht. Wir haben etwas, das in der Runde durch nennt. Da kommen ganz viele Assoziationen zusammen, die sich um Migranten kümmern. Und da haben wir ganz oft darüber gesprochen, wie weit das nicht, wenn die Leute auch kommen, mal probieren herauszufinden für alle Personen, wo was sie für gemacht haben, welche Kompetenzen sie haben, und sie dann relativ schnell probieren, so für uns zu formieren, dass die Kompetenzen auch können bei uns hier zur Geltung kommen. Aber das wird leider nicht gemacht. Die Leute gehen quasi forciert, jahrelang nichts zu machen, weil ob schon seit 2016 theoretisch möglich ist, laut dem neuen Asylgesetz ein temporäres Arbeitserlaubnis unzufrieden, solange in der Prozedur ist, als das so ein komplizierter Demarsch, dass bald kein Patron das möchte. Und, ich meine, seit 2016 sind etwa 100 der Autorisationen ausgestellt gehen, und aber Tausende von Leuten hier gekommen. Ich muss sich wirklich feststellen, dass mir die Leute wirklich forcieren, am Feuer zu sitzen und immer über das nur zu denken, was alles erlebt haben. Also das ist wirklich komplett kontraproduktiv. Und so verlieren die Leute auch, das aktiv zu sein. Und wir weisen hin, am Anfang, wie es geht, assistiert zu gehen, also alles
Dessen an Bungen zu kriegen, einfach wirklich versucht zu gehen vom Staat. Und dann beklommen wir uns dann, dass sie nicht so genug schaffen. Also das ist eine ganz große verpasste Chance. Ja. Ja, eine verpasste Chance an ja, eine paradoxale Situation. Ich sehe mir nach 10 Minuten ungefähr ja offizielle Zeit, für den mal zu der Frage und Antwort zu kommen. Aber man muss einfach den Elefant in the Room geschwärzt gehen. Ja, Lützeburg, Weltbürgertum, Gröbern, Identität, wer auch immer. Ich kann tatsächlich die Bevölkerung nicht wehren. Ja, darüber mal die Schwätzen, vielleicht ein Kehr, Madame Schreich, an Herr analysiere, was das 2015 passiert, für was der Rejet von etwas, wo ein Anfang an diesem Diskurs von der globalen Identität, wo ein ja, Mobilität, wo ein Reichtum schafft, am Anfang kann man bestimmen, das geht ja am Anfang gegen all das, was eine globale Identität, weil Bürgertum gegen definieren. Ja, mögen so zu 80%, nee, wir sind am Anfang der Gegend. Ich hätte echt, okay. Ich habe schon ein paar Mal gesagt, für mich ist es klar gewesen, dass eine Openheit von den Leuten nicht kann stattfinden, weil die Leute sich nicht mit sich selber und mit ihren Vorstellungen, wie sie wollen leben, also nie setzen. Und das muss ganz oft hier am Land nicht geschehen, weil es noch nicht weh genug geht, für sich mit sich selber auseinanderzusetzen. Sie wird für die neue Konstitution zu schreiben, wo man noch nicht den Moment gespürt hat, okay, wir müssen noch wirklich etwas ändern, für das es nicht prickelt und an zugrunde geht. Die Leute, die an unserem Land desiderieren oder mehr privilegiert Leute, bei uns geht es noch nicht weh. Und ich meine, du, wenn es aus dem Moment noch nicht kommt, wir kennen nicht alle, wenn es richtig weh geht, dann denkt man, okay, ups, das muss ich noch anders machen. Und das auszuhalten, dass es vielleicht nicht so weitergehen kann, so den Never-Ending-Narrativ, den wir leben, das stift auch meine Urangst für ein Wied oder für dem, was kommen kann. Und am Anfang ist es ganz schön, weil man alles auf Ruhe zu stellen, alles zu dekonstruieren, als den einzigen Moment für etwas aufzubauen. Und ich gebe mir wirklich wünschen, dass ihn persönlich sowie auch politisch mehr Erfahrungen begegnen, wo ihn einfach ein Kerl muss sich auf Ruhe stellen und einfach ein Kerl merkt, weil er tätscht, wenn ihn an ein fremdes Land kommt und einfach muss automatisch hier gehen, obwohl das ja auch ein wichtiger Beruf ist. Und nicht kann das ausleben, was er will, weil er tätscht, wenn man keine Freiheit hat, wenn man nicht autonom können wählen, was man studieren gehen. Das können wir uns an mir all die Häuser sind, gut nicht vorstellen. Und das braucht aber für ein Kerl richtig gerüsselt zu gehen. Ich war drüben, wie du in Freitag auch ein bisschen zurückgespielt in den Pierrot-Rang. Wer ist die Meinung, dass es noch nicht weh geht, wenn 75% von der aktiven Bevölkerung, und wenn man gut Produktivität gucken wird, wahrscheinlich ein guter Kacke mehr ist nach, einfach keinen Matchstimmrecht wird am Rand hat. Also, was musst du noch passieren, für dass die Diskussion anders gefördert wird, reaktiviert wird? Weil ich meine, du siehst mal für einen Widerspruch, den nicht mehr sagen kann. Also, wie sieht ihr das? Also die große Ungerechtigkeit, die da ausschwärzt, die darin besteht, dass eine große Majorität, die zum Wohlstand beiträgt, nicht am demokratischen Prozess darf, mit desideren, wenn ich mich an eine marxistische Analyse raufversetze, für die Sache umzugehen, dann aus meiner Antwort, das kann nämlich durch eine Revolution geschehen. Dadurch, dass die Leute, die konzerniert sind, gingen auf die Straße gehen, für mit enger Stimme, mit voller Kraft, das zu fordern. Dadurch, dass sie mal gegen den Generalstreik zu Lützeburg ausrufen, für Druck zu machen, ob die Lützeburger Gesellschaft und ob die Lützeburger Desideren. All das Bild werde ich da malen, das ist natürlich, was mal gut, das ist natürlich Science Fiction. Das geschieht nicht, das wird kein machen, wahrscheinlich auch, weil Gefühl für das Willen zu machen oder die Ungerechtigkeit, die mir an dieser Table Ronde so empfangen, vielleicht gar nicht von einer ganzen Reihe von den Konzernierten empfand. Gott, meine doch gesehen, dass die ewige Diskussion mit den Abschreibungen für die Gemenge werden, sie können alle 6 Jahre zurück. Für die einen ist das Glas halb voll, für die anderen ist das Glas halb eitel. Es ist eine gewisse Zahl von Nicht-Leuten, bei die sich angeschrieben haben, für Wählen zu gehen, bei den Gemengewahlen, aber das ist eine große Majorität, die, obwohl sie es hätten können machen, es nicht gemacht haben. Und da gibt es Schuldzuweisungen, dass es nicht genug dafür
gemacht gehen, sensibilisiert und so weiter und so fort. Das sind die Debatte, die alle 6 Jahre rebarbativ zurückkommt. Was ich will sagen, und das ist da vielleicht ein kleines Hoffnungsschimmer an dem Ganzen, die ich gesehen, weil ich gesehen trotzdem eine Evolution, nämlich wenn man sich die Lüsten anguckt bei den Gemeindewahlen, hat an Herr, an Staat, an Land, bei allen Parteien, von ganz links bis bei der DDR, ja, überall, ob sämtliche Lüsten, fanden wir nicht Lützebäuer Kandidatinnen und Kandidaten. Und sind da sogar eine ganze Reihe, da sehen wir Leute drauf, objektiv, sie sprangen eigentlich direkt an da, weil sie sich äußerlich aber vom klassischen männlich-weißen Lützebäuer Politiker-Typus unterschieden. Es gibt sogar ganz viele Lüsten, hot an her, aus der Land, wo schwarze Frauen drauf sind. So viel wie noch nie für drin. Und das ist etwas, was für uns 20, 25 Jahre nicht genug, was undenkbar gewesen wird. Demnach haben wir nach gestritten, hat man nach Angst, haben wir nach einem Box gebaut für einen portugiesischen Bäuermeister, dass nur Maastrichter Vertrag wie Zitoyen der Europäer kommen aus. Da ist dann auch Wahlrecht bei der Kommunalwahl, oh, da muss man da ganz restriktiv handhaben, die haben aber keine Ausländer der Bäuermeister, bla 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 bla. Da haben wir dann all die Konditionen an das Gesetz angebaut, nur von Wahl zu Wahl. Also immer besser gegangen, nur liberalisiert und so weiter. Mittlerweile, also so liberalisiert, das muss man aber auch angestehen. Also so als Gemengewahlrecht hier in dem Land so liberal wie nirgendwo an der Europäischen Union ist. Weil nämlich auch non-citoyen communautaire können mit vielen gehen und auch non-citoyen communautaire en masse auf die Lüste von sämtlichen Parteien figurieren. Und das ist da vielleicht ein Hinweis, dass Millen vielleicht bloß mullen, aber die Mille von der Geschichte trotzdem mullen. Ich denke, dass der Weg vom Schlechteren zum Besseren nicht unmöglich ist, weil es ist ja eigentlich alles gibt, was man braucht, um zu erkennen, dass was man für jeden Fall wollen kann, immer nicht nämlich ist. Kein von uns will als Mittel zum Zweck verstanden gehen. Kein von uns will aus seiner Freiheit beschränkt gehen. Kein von uns will nicht autonom sein. Jeder will mitdenken, will handeln und seinem Leben gehen. Aber wenn man das als Grundsatz, als Maxime gibt, der Kollege Kanzler und geben wollen, dann ist es viel mehr einfach, die Openheit als etwas zu verstehen, für das man keine Revolution braucht, auch außer eine Revolution an meiner persönlichen Haltung. Du hast froh, für um auf die Revolution zurückzukommen, du hast ja bringen Last am Anfang bei den nicht währenden Ausländern. Ich frage, dass wir nicht als Ritzeburg einfach ein Problem, weil wir Teil von unserer Bevölkerung nicht und waren, den hören, hun, also den Herrn so denke ich, um auf den Herrn Osterborn zurückzukommen, aber hier geht es so gefreut, ob international treffen. So, wie vertrittst du eigentlich? Wie viele Leute vertrittst du? 600.000 oder die 300.000, die können für dich stimmen? Und ich meine, das weiß ich, dass wir an unserer Souveränität für ganz nationalistisch zu argumentieren, vielleicht auch ein Problem, das man da hört, wenn als Deciderin nicht als Rand für das vertreten. Und das ist dann die andere Frau, die ich dann und Madame Donovan weitergehen, wo ich mich freue, wie viele Probleme, die da auch geschwärt wird. Wer tut da aus einer Wahlrecht eine denkbare Lösung für du? Etwas abzurückern, etwas abzumachen, wäre das eine Konsequenz davon, dass das den politischen Input, den es braucht, für verschiedene Fragen wie weit zu denken? Also, ich bin kein Experte, und daran habe ich ein paar Gedanken dazu. Viele von den Leuten, die mit kurzen Kontrakten bei Amazon und anderen großen Firmen arbeiten, kommen, die interessieren sich nicht so stark in unserer Politik, weil sie vielleicht sowieso nur ein paar Jahre zu Land. Dafür weiß ich nicht, ob die sich unbedingt wählten abbringen. Die ich besser kenne, die Leute, die hier Asyl vorkommen, kommen ganz viel aus Ländern, wo eine Wahl überhaupt nicht durchstellt. Wo immer um dieselben und der Mut ist. Und die brauchen eigentlich eine ganze Reihe Jahre, bis sie verstehen, was das Recht bedeutet und sich überhaupt wählten bedeutet. Ich bin da ein paar motiviert, kritisch anzuschreiben. Die Frau möchte dann noch wahrscheinlich, was sie sollen wählen. Also, das Interesse ist bei den Leuten, die. Was du da hin?
Nee, wie viel zu sagen, dass das für sie eine andere Bedeutung hat, wie für uns. Und dass das eine Sache von Jahren Kultur, Education aus, bis sie verstehen, dass sie das Recht am Anfang sollen holen, für ein Land für Zukunft zu gestalten. Und wir sehen da eine große Wichtigkeit dran, die sie nicht unbedingt sehen. Sie sind die vielleicht der Gruf und der nicht für den Ausländer, sie sind aber Ausländer, die aus parlamentarischen Demokratie kommen. Ja, also wenn man schon von Europäern ist, da weiß ich nicht genau der Grund, die werden diese nicht verschiedene wählen, ja, bei sich am Land ist da, und fand doch nicht richtig, dass sie von zweimal wählen gehen, das hat so Diskussionen, wenn ich mal hören. Aber da kann ich nicht genug aus, wie werden diese nicht mehr bedeuten. Ja, wir kommen auch, wir haben eine Stunde schon geschwärzt, es geht ganz schnell, wir freuen. Können wir einfach Diskussionen mit dem Publikum aufmachen, wie ihr gemerkt habt, also eine Diskussion, wo ihr ganz viele verschiedene Sachen herabbringen oder ja, auch mit provokanten Ideen kommen, mit provokativen Ideen kommen. Man könnte dann Publikum eine Ummerkung oder eine Remark oder eine Froh. Ja, weil wie kann ich mich als Global Citizen verstehen, wenn ich weiß, dass die Leute, die eigentlich auch müssten an dem Ensemble dran sind, nicht können, weil sie einfach unter Armutsgrenze leben, weil sie einfach nicht Deal geholt gehen lassen. Und ich meine, das ist eine Anmaßung zu so, und ich bin Weltbürger. Dann ist meine Welt aber extrem klein. Das muss ich auch mal tun. Das, der Satz ist die Weltbürger, den wir so nicht über die Lübse können. Als natürlich als anmaßend, d'une certaine façon. Da hat es sticht eine noble Idee, eine großartige Idee, die doch da wäre, dass wir diskutieren, dann verdäuft zu gehen. Mit der Satz als solch, aus dem Mund von einem privilegierten, wirtschaftlich privilegierten Lützebäuer, als eine Anmaßung. Ich komme aber noch ein ob ich zwei, nach kurz zurück. Die 100.000, die arm sind, wo das Herrsch gesucht hat, das sind nicht nur nicht Lützebäuer, wohl verstehen. Da drinnen sind mit Sicherheit auch ganz viele sogenannten Stack-Lützebäuer, die den offiziellen Multikulti-Gesäusels-Diskurs an Nation-Branding, die den nicht bereiert, die den auch kontra vielleicht sogar provoziert, für nicht so ein degutiert, an die daraus politisch eventuell kontraproduktiv, für mal euphemistisch zu so Konsequenzen zeigen, wenn sie an der Wahlkabine sind. Das wird dann ferner gesagt, ging ich da ganz recht. Auch die 80, das den 80-20 denken, die 20, das sind die gut, an die 80, das sind die blöd, das selbstverständlich auch anmaßend. Inakzeptabel für das so durchzustellen. Ich habe beim Referendum 2015 zweimal ja, bei der Frau 1, Frau 2 und ich ja gestimmt, bei der Frau 3 und ich nicht gestimmt, weil ich das für Blödsinn fand. Ich wusste oder ich habe gespürt, dass es gegen Ernst ausgeht. Und ich habe mich vor dem Referendum schon schimmelablässt, über die, entschuldigt, die Dabuern, die dezidiert für das so zu machen, aus einer gewissen Euphorie heraus, weil sie den Puffer als Dreierkoalition überholt hatten. Dann sind wir alle guten, Progressisten, dann machen wir das mit großem Herz und so weiter und so fort. Quotnum, die Realität war ein ganz anderer. Und das selbstverständlich auch nicht am Kader von dem Debatte, Vielfalt vom Referendum, darüber diskutiert, weil das gehört für mich auch dazu. Was bedeutet Nationalität, was bedeutet Citoyenneität? Sind das Synonymen oder sollen das trennen? Trennung von Nationalität. Katholikerrat hat damals einen interessanten Papier gemacht, wo plädiert hat, das war nur der Trennung von Kirche und Staat, und der plädiert für Trennung von Citoyenneität und Nationalität. Zwei Begriffe, die aber fundamental sind, wenn es darum geht, für eine neue Staatsphilosophie, eine neue Grundlage von einem Gemeinwesen zu kreieren. Das ist nicht nur mit den bons Sentiments, die man kreieren kann,
ein funktionierend Gemeinwesen. Du brauchst schon eine intellektuelle, eine juristische Konsistenz, eine Logik an alles, das nicht geschieht. Und dafür meine ich denen, die das demnächst dezidiert tun, eigentlich den größten Vorwurf. Ich gesehen es doch so, das hat mich so mehr diskutiert, gemäß Aufklärungsarbeit auch mehr geschwärzt, gemäß. Ich bin auch damit, dass das nicht unter Begriffe per se gescheitert ist, weil nicht gelauscht hat, was wirklich um Terra ja, vielleicht drum zu sehen oder denkst von den Leuten waren, die sie an ihrer Vorstellung oder an ihrer Bull sitzen gelassen haben. Und das war gar nicht, der Diskurs war gar nicht abgemacht. Es war einfach eben, ob einmal, wie du sagst, es war einfach einmal da, da können wir decidieren, wir machen das. Die Frau waren ein bisschen schwierig gestaltet, die hätte können ganz viel heischen oder auch nicht. Und wir haben eben nicht verpasst, die Freiheit von den Leuten zu respektieren, die sie brauchen, für sich selber Gedanken darüber zu machen, für das zum Ausdruck zu bringen, für an den Diskurs zu kommen. Das war nicht geschieht, das war ganz schnell gegangen. Und für Rimm, bei meiner Idee zu bleiben, der Mensch muss von Bannen raus, dahin kommen, wo er soll hinkommen. Für mich ist eine Utopie, also so muss der Mensch aus der Welt geheilt gehen. Und das ist so ein Wast von anderen, von Sachen, die aus dem Kind haben, als eigentlich a priori nur mal verloren spüren. Aber man ist nicht der Kader gehen, wo wir dem ja alles ausrichten, an Mengen an, gehen an Theorien, das ist viel mehr verloren. Wir brauchen irgendetwas, wo wir uns handeln, darin orientieren. Das kann eine Idee sein, kann eine utopische Idee sein, kann ein Ideal sein. Wir brauchen auf alle Fall etwas, worauf wir hinsteuern. Wohlwissend, und das ist ein bisschen das Problem, manchmal ist oft, wie der Herr auch sagt, dass man nicht will Kontrolle aufgehen. Wir haben keine Kontrolle darüber, ob es utopisch, ob es utopisch sich an die richtige Richtung bewegt oder nicht. Das ist eine Illusion. Wir merken, man hat einen Kontrakt mit dem Leben und soll so laufen, wie wir es gerne hätten. Mir ist denken, dass es gesund ist, durch eine Richtung zu gehen, wissen, dass es meine Idee ist, nur der ich mich ausrichten, dass es ganz anders kann kommen, ein bisschen Demut, schön, dass also alle gut sind. Und dass es aber auch ganz schön kann, wie zu summen am Kollektiv, Romanke, ja, und eine Ausrichtung zu schaffen, an die aber am Prozess zu verstehen. Ich kann nicht eine Idee propagieren, aber mich immer just in der Unhalle mehr. So dynamisch wie mir all daran leben gehen, so wird sich auch unsere Zeitgeist verändern, unsere Ideen verändern, unsere Besuche verändern. Und eben noch Besuche von unseren Mitmenschen. Und ich meine, eine Utopie, die starr und dogmatisch ist, als von vier zum Scheitern verurteilt, weil there is no control, kann ganz anders kommen. Eine Utopie, die mich undreift, die mich ausspornt, die mich hoffen lässt, dass es vielleicht irgendwann gelingt, mich dem Ideal approximativ unzunähern, auch wenn ich wirklich nicht erreichen kann. Das spornt mich und mein Potenzial aber zu empfehlen, an wirklich alles zu gehen. Weil ich die Freiheit habe, wann ich sie dann kann haben und kann ausleben, mich dem entgegen zu bewegen. Ja, ich wollte dazu sagen, dass Anfang meine Utopie von meiner Grenzen an meiner Integration oder meiner Inklusion, dass ich wirklich kein Denker, ich bin ein Macher, mache nicht auf meinem kleinen Niveau einfach möglich für die Leute, die ich begegne, an denen ich probiere, Perspektiven zu schaffen, an, voilà, an meine Menschen wirklich das Leben zu gestalten. Also, voilà, ich weiß, dass man ganz, ganz weit weg ist von der Utopie, dass als Grenzen an unseren Arbeitsmarkt ganz fest verriegelt sind. Aber ich probiere dann am meisten mit denen paar hundert Leuten, denen ich kann in dem Sinn helfen. Ja. Behaupt, wir kommen das auch mit nur. Ja. Ich kann dir als Modell Dinge denken. Ja. Also für mich ist der Begriff von der Utopie absolut positiv besagt. Schon lange du willst, dass Wort Utopie zurückgeht auf den Roman von Thomas Morus. Utopia, den eine Utopie, eine utopische Idealwelt, das war am Mittelalter ein Vorfall, das ein Heiligen Thomas Morus, katholischen an anglikanischen Heiligen, als nicht für nichts der Schutzpatron von den Politikern. So gesehen als für mich der Begriff Utopie als eine Idee, die ich verrehe soll, präsent und mit durch die Leben drohen, nämlich die Vorstellung von einer besseren, von einer mehr gerechter Welt für Jitverein etwas eminent Wichtiges. Aber wenn du willst Politik machen oder dich politisch engagieren oder gesellschaftlich engagieren, wenn du das nicht tust, als Motto, da sollst du gar nicht aufhängen. Du musst dir natürlich immer bewusst sein, dass die Utopie ein Ideal ist, dem du immer an den Ruh lebst und dass du doch nicht
ident, dass es nicht kann gleichbedeutend sind mit der Schärfung vom Himmel auf Erden, nämlich von der Realisation vom Paradies auf Erden. All die, die das probiert haben, sind jämmerlich gescheitert, bisweil immer an der Weltgeschichte. An eine Utopie oder all Einzel-Utopie, die der Jitvre von uns als Person mit sich dreht durch die Leben an eine demokratische Gemeinwesen gehen Utopien, das ist ein bisschen ein Widerspruch, weil ich so, wir gehen dann ausverhandelt. Das heißt, die Kollektiv-Utopie ist immer eine, die sich unterscheidet von der individuellen Utopie, an muss der Kollektiv diskutiert gehen, verhandelt gehen, für dann dem kollektiven Ideal Minot zu kommen. Wir sind immer an einem ziemlich plakativen Tableau. Auch da gibt es so aus dem Ideal vom Weltbürgertum hier, das Kollektivideal ist nämlich wie das Individualideal. Ich will auf Freiheit leben und ich will nicht von Überruf behandelt werden, wenn ich nicht kann selber denken und ich will nicht als Mittel zum Zweckverbrauch gehen. Das ist am Individuum wie am Kollektiv das nämlich. Also ist ein etwas zum Wort Utopie. Ich meine, das Utopos aus dem Altgriechischen in Ort, den es noch nicht gibt, den du über hast. Und das fand ich auch schön, wenn ich so darüber nachdenke. Ich meine, du hast auch Rum, also ich stimme schon. Man soll doch nicht aggressiv mehr. Nö, das ist ganz wichtig, weil ich schon das Problem hier auch mit dem Begriff. Aber das Rum, den Umgang mit dem Begriff, den neokolonialistisch sie lässt. Weil wenn man aber, wir sehen aber alle Guten, egal von wo wir kommen, Bürger von einer Weltkurl. Wir haben alle einen Platz auf dieser Weltkurl. Und dann, wenn man es so verstehen aus der Perspektive, die eigentlich ganz universalistisch ist, dann ist es nicht, oder ist es dann auch noch immer an ihrer Vue. Neokolonialistisch. Ich weiß nicht, ob man das philosophisch überdrohen kann, ob alle Menschen auf der Welt, ob alle Kulturen, ob alle Identitätsgruppen und so weiter. Aus der Weltbürger ist es auch nicht wie im Mensch. Der Weltbürger, gebe ich so, das könnte natürlich aus dem Christlichen. Nee, das könnte vom Diogenes aus der Tonne. Noch früher. Also, an der Praxis also aber vom Christentum überholt gehen. Geholt gehen, aha, aber warum? Zweck entfremdet doch vielleicht den Moment, weil aus sich, denn Diogenes aus der Tonne oder aus der Tonne raus, hört sich dann doch gewirrt, dass er darum Oberbes bin oder dass er sich muss Oberbes identifizieren. Das war eine Kritik und den Loyalitäten, die zu einer Gruppe müssen bestehen. Hier sind doch nicht Weltbürger, mehr Kosmopolites. Ja, sind weltweit auch noch ziemlich klein. Ja, an der Tonne. Vielleicht ist es aber mehr groß. Ja, exakt. Ja. War keine Frage oder Intervention in Minosin ging ich als Forum für die Frage weiter zu diskutieren. Vielleicht den Bach Hannen für Schrohen. Und da könnte man Diskussionen am Anfang weiterfeiern, die man auch gut zusammen angefangen haben. Heute zu hören. Und ich sage vielmals merci und als Intervenoren. Marianne Donovan, der Perorang und Nora Schreich. Und vielmals merci an das Forum und die UNESCO-Kommission für die Intervention. An den jüdischen Publikum für dabei gewesen sind, so nur gerecht dazu und noch mal diskutiert zu hören. Bis direkt, vielmals merci.